Hey Leute, willkommen wieder zu Fire Emblem Fates Offenbarung. So, heute ein ganz besonderer Part mal wieder, denn wir werden heute die nächste Amiibo-Mission anfangen. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, schließlich sind wir immer noch in Kapitel 22, aber ich kann euch gleich sagen, auch wenn man sich hier umsieht, das sind hier jetzt noch 4 Gegner und der Boss und noch ein paar Kisten, die wir abräumen müssen, ja. Und das war's dann auch schon. Ich schätze mal, es dauert vielleicht so 5 Minuten oder so. Und dann kümmern wir uns wieder um die nächste Amiibo-Mission mit der letzten Verlosung. Und natürlich wird auch wieder ein Gewinner gekürt. Seid mal gespannt, was das betrifft. Moment, wie mache ich das hier am geschicktesten? Ich glaube, wenn sie mit dazu geht, haben wir die meisten Möglichkeiten. Moment mal. Dich brauche ich auch noch hier eventuell. Na, ich will nicht, dass die Erfahrungspunkte klaut. Deswegen machst du das jetzt mal nur mit einem Sonnenkatana. Das ist in Ordnung für mich. Würde ich eh nicht treffen, das können wir im Prinzip auch skippen. Oh, sie hat ihn gekillt. Okay, wie auch immer. Keine Ahnung. Dann hat sie das eben. Ist auch recht, so. Ja. Hier die Drachenader brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu aktivieren. Wir können aber hier mal ein bisschen nach oben, denn Arete bewegt sich ja anscheinend nicht. Das haben wir schon festgestellt und von daher soll das alles kein Problem sein. So. Sehen wir, was der Gegner macht. Ein letztes Mal schweigen, dann ist aber auch Schluss. So, er greift mit seinem Stahl-Yumi an, mit lächerlicher Trefferchance. Trifft natürlich nicht. Und Kana flippt mal wieder völlig aus. Drachenbiss und nochmal hier weggesniped. Und Siegbert hat auch ein weiteres Waffenlevel gekriegt. Das ist auch sehr schön. So, als nächstes gehen wir einfach nur in aller Ruhe auf diese Drachenader. Du bist, glaube ich, ja, Guess 21 ist überhaupt kein Problem für uns. Also das kann auch Nina machen. Na, du hast 34 Angriff. Der Meister Ninja kann dich, glaube ich, nicht unterstützen. Stimmt, da ist ja die Kiste dazwischen auch, ne? Ha. Nett. Das heißt, du kommst gerade so dahin. Dann haben wir hier Nina. Dann kann sie auch noch ein bisschen Support eventuell farmen. Das klingt doch alles nach einem guten Plan, würde ich sagen. So, du hast noch einen Truhenschlüssel, ne? Dann flieg doch einfach mal darüber, oder? Halt, Quatsch, du. Vorsicht. Mach das mal so. Okay. Siegbert stellen wir dir daneben. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Vielleicht mit was etwas Kräftigerem. Vielleicht auch nochmal so, ich weiß nicht. Kana teilt ja auch gut aus und das passt eigentlich im Prinzip auch schon. Wir schicken die hier nach oben und dann sollte das, denke ich, passen. Aber ich muss wirklich sagen, so schwierigkeitsmäßig finde ich es doch ein bisschen schwach, Offenbarung. Ich weiß nicht, ich erhoffe mir immer noch so ein bisschen mehr. Ich finde die Kapitel sind unglaublich cool, ja. Die Designs der Kapitel, perfekt. Gerne mehr in die Richtung, ja. Und auch storymäßig sieht es bisher wirklich gut aus, vergleichsweise so jetzt mit den anderen Pfaden, aber oh weia, ich weiß auch nicht. Ich finde das etwas zu leicht, ich weiß nicht. Huch, hast du doch noch mehr Schweigen? Okay. Ein Silberschuriken, das tut aber weh. Ah, trifft aber nicht. Nice. So, und dann können wir wirklich bald zur Robin-Mission hier. Es wird dann noch höchste Zeit. Ach, jetzt ist hier einer gespawnt. Wow, der kommt aber spät. Das muss man ja mal sagen, ne? Kann Selki das machen? Nicht so wirklich. Blöde Situation jetzt hier ein bisschen. Doppelkatana dürfte eigentlich ganz gut sein. Na gut, 1% Crit würde mich jetzt nicht töten, ja. Ich habe einen Heiler direkt dahinter stehen. Der kann zwar jetzt momentan nicht heilen, aber ja, ich weiß gar nicht, wie viel macht Wire? Wie viel machst du? Das ist an sich eigentlich genügend. Auch wenn die Trefferschoss ein wenig entsetzlich niedrig ist, ja. Wobei mit einem Doppelkatana kriegst ja auch du nochmal eine bessere Chance rein. So, der Typ hat ja keinen Exitus drin. Also passt das. Na, das sieht doch mal nach einem ordentlichen Support hier auch aus. Das wäre schon erstaunlich, wenn er nicht treffen würde. Genau. Wenigstens er, ne? Mit seinen 94, das erwartet man dann schon so ein bisschen. Also gut. So, der da unten hat mal wieder einen Silberschuriken und dann gleich 31 Gäste, den werden wir nicht doppeln können. 31 tut natürlich schon ein bisschen mehr weh, aber auch das hält sie ja aus. Also, pappalapapp, ne? Ich will das hier eigentlich zügig beenden jetzt, damit wir jetzt wirklich schnell zu dieser Mission kommen. Wie gesagt, das wird ein Au-Au-Wow-Wow-Wow Excalibur, ein außergewöhnlicher Part. Das ist ja krass. Nice. Sowas gefällt mir natürlich. Haut die Effektivgeschwindigkeit auch gut hoch.
Das Witzige ist, durch die Effektivgeschwindigkeit, also durch den Bonus drauf, sind die AWO minus 10 eigentlich absolut egal. Das ist, glaube ich, nur der Ausgleich. Also AWO minus 10, Geschwindigkeit plus 5 bedeutet, dass AWO um 10 wieder ansteigt, nämlich eigentlich. Das ist ganz lustig. Ist hier so eine kleine Lücke? Nee, nicht so wirklich. Achso, Moment, Nina ist ja eh oben, das passt dann schon. Wir stellen uns einfach alle so ein bisschen daneben, ja. Mal ein bisschen die Arete einschüchtern. Die denkt sich bestimmt, oh Gott, lasst mich doch alle in Ruhe, hallo. Aber du warst böse, Arete. Oh Gott, 3% Crit. Oh Gott, das macht mich nervös, sowas, das wisst ihr gar nicht, ey. Oh Gott. Nein, das ist wirklich immer kein schönes Gefühl. Wenn ihr mit sowas antanzen. So, da können mir die Crit-Raten absolut egal sein. Hau ihn weg, bitte. Danke. Das überspringe ich jetzt auch noch. Kriegen aber ein fettes Level ab. Hoffentlich, na? Das ist okay. Mensch, ihr seid doch alle Kinder. Was ist denn los? Ihr müsstet eigentlich ziemlich gute Level-Ups kriegen im Regelfall. So, ein Erholungsstab. Ich glaube, wir haben alle Kisten. Gut. Dann machen wir jetzt den Boss platt. Ja. Ich will mal wissen, ob er eventuell noch einen besonderen Dialog zur Arete kriegt. Immerhin ist sie seine Oma, ja. So, Arete selbst hat einen Hasengeist. Die Crit-Rate, mal sehen, ist die schmerzhaft? Nö, es geht. Ach, die andere hat einen Banyumi dabei. Wow, wir können Arete im Prinzip einfach ganz easy ausschalten. Das ist halt auch kein Boss irgendwie, ne? Ich handle im Namen des großen Anankos. Also, er hat nichts zu sagen, okay. Du kämpfst gegen deinen Enkel, Mensch. Und du hast nichts mal was zu sagen hier. Die Musik ist aber ziemlich cool. So, du darfst mal wieder zuhauen, ja? Du hast doch bestimmt irgendwas hier zu sagen, oder? Ich frage mich, ob Asura was gesagt hätte. Bestimmt, Mensch. Das hätte mich echt interessiert. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Ich muss dafür die Verantwortung tragen. Oh Mann, Chris kriegt auch kaum Erfahrungspunkte. Mensch, was ist denn das? Oh, Moment, besetzen kann er eh jeder in Fates. Ha. So, alles klar, Leute. Mit 5 Minuten minimal verschätzt, aber mal sehen. Ihr habt gut gekämpft, ich muss weichen, doch wir werden uns wiedersehen. Ach so, das war's noch gar nicht, na gut. Mutter. Arete deutete nicht an, dass sie uns verschonte, hätte sie den Kampf gewonnen. Es ist traurig, doch das war bestimmt nicht deine Mutter. Das weiß ich. Ich hätte nur nie gedacht, dass sie wieder zu sehen, geschweige denn auf diese Art. Das ist nicht einfach für mich. Ryoma hat recht, das war nicht deine Mutter. Es war zumindest nicht die Frau, an die du dich erinnerst. Ich lernte von meiner Mutter die Lieder, die ich heute singen kann. Doch das ist noch nicht alles. Als ihr Leben dahinschwand, brachte sie mir die Geschichte Wallas bei. Meine Mutter war jemand Besonderes für mich. Sie zeigte mir zu leben. Nur dank ihr sind wir hier, um Anankos zu vernichten. Sie ist tot. Meine Mutter ist verstorben. Selbst wenn diese Frau genauso aussieht, oder ihre Seele ist es nicht meine Mutter. Wirst du sie bekämpfen können? Sollten wir ihr nochmal begegnen? Ich glaube schon. Ja, ich kann sie besiegen. Ich weiß, sie würde wollen, dass ich das tue. Schon ein bisschen hart. Aber manchmal wünschte ich mir da fast noch ein bisschen mehr Emotionen. Ja, es ist wie gesagt sehr dramatisch. So, alles klar, Leute. Jetzt aber, ne? Es ist Zeit für eine Amiibo-Mission. Hier, Robin, komm vorbei. Haha. Ich ignoriere diesen Namen hier. Ich habe ja die Macht, theoretisch diesen Namen einfach zu ändern, ja, und da ganz dreist Robin reinzuschreiben. Das könnte ich auch einfach machen, egal. Gut, Chris, ich hatte gehofft, dass wir uns wiedersehen werden. Ich hatte die Gelegenheit, mit den Bewohnern des Schlosses zu sprechen. Deine Verbündeten scheinen dich und deine Fähigkeiten sehr zu bewundern. Überraschend, einen Adligen zu treffen, der sich nicht auf einen General verlässt. Wenn es dir recht ist, würde ich mich gerne mit dir im Kampf messen. Ich wüsste gerne, wer von uns der bessere Stratege ist. Hättest du Zeit dafür? Nur du und ich, außerhalb der Schlossmauern. Keine Sorge, ich bin an blitzschnelle Kämpfe gewohnt. Doch hier geht es um Taktik. Wenn du meine Herausforderung annimmst, komm nach draußen und sprich mich an. Ein Heldenkampf wurde der Weltkarte hinzugefügt. Sehr gut, Leute. So, jetzt aber ganz kurz, ne, darauf warten schon wieder Leute. Ja, das letzte Woche war Ike dran und der steht jetzt natürlich aus, ja. Ein Gewinner muss gekürt werden. Wir sehen uns gleich wieder im Spiel. Bis gleich. So, jetzt wird es aber Zeit hier, mal auch den Ike-Amiibo zu verlosen. Und das wurden wieder eine Menge Kommentare geschrieben. Es ist aber doch alles in allem recht überschaubar und sollte einigermaßen schnell, denke ich, vonstatten gehen. Sehen wir doch mal, was wir da alles haben. Als allererstes Dark Shadow 3015. Um mich mal kurz vorzustellen, ich bin
Shouri oder auch an meinem YouTube-Namen erkennbar, DarkShadow3015. Bin so ziemlich neu auf deinem Kanal und mir gefällt dein IP zu Relations. Eigentlich bin ich eher der Typ, der nicht viele Kommentare schreibt, aber wenn ich schreibe, dann wird das oftmals dann sehr lange Kommentare. Ich habe nicht viele FE-Spiele gespielt, eigentlich nur Awakening und Fates, wenn man das dazu zählen kann, und irgendwie auch Tokyo Mirage. Oh Mann, das könnte ich eigentlich auch IP, das wäre voll cool. Oh Mann, das ist zumindest schön anders auch. Aber eigentlich, ja, sind die Pläne gut gefüllt in Zukunft noch. Aber mal sehen. Aber das ist eigentlich auch eine gute Idee. Egal. Und deshalb kenne ich Leute wie Marv und Ike leider nicht. Aber ich würde sie so gerne kennenlernen. Das geht auch wohl gut bei allen außer Ike, denn dieser und seine Spiele sind einfach mal viel zu teuer, ja. Da hast du allerdings recht. Das ist ziemlich krass, ich weiß auch nicht. Eigentlich in so geringer Stückzahl wurde jetzt FE 9 und 10 nun wirklich nicht unbedingt hergestellt. Das wundert mich ehrlich gesagt fast ein bisschen. Aber es liegt wohl echt daran, dass seit Awakening einfach die Fanbase gewaltig gestiegen ist. Und naja, man das anscheinend danach holen möchte und so. Und ja, für Gamecube und Wii-Sammler ist es momentan vielleicht eh nicht die schönste Zeit. Momentan kann man eher gut auf dem Gameboy-Markt was sammeln. Aber da sind so ein bisschen die Preise wirklich heftig, das stimmt. In Smash bin ich einfach mal ein Fire Emblem-Mainer. Ja, und dann willkommen im Club. Ich glaube, das sind sogar eine Menge Leute hier, wenn ich mir die bisherigen Kommentare mal so ins Gedächtnis rufe auch. Aber sind ja auch alles gute Charaktere, da macht man eigentlich nichts verkehrt. Wirklich, Lowty ist ja kein Fire Emblem-Charakter, ne? Ich habe alle als Main und kann so gut damit umgehen. Ike ist da wirklich mit Lucina mein krasser Main. Gewinnen werde ich wahrscheinlich nicht, aber ich hätte gern einen der Amiibos. Aber Robin besitze ich schon. Ah ja, okay, das ist gut zu wissen. Ike will deine Spiele spielen. Was ich fragen wollte, ist, welches FE würdest du mir denn von den alten als erstes empfehlen? Für das LP wäre doch Path of Radiance, passend zum heutigen Part. Ja, mal sehen. Also die Abstimmung läuft im aktuellen Infovideo. Ja, das ist ja erst kürzlich hochgeladen worden. Da gibt es eine Umfrage und da kann man dann dafür stimmen. Also, was dann der nächste Fire Emblem-Teil wird, der hier auf dem Kanal geletzplayed wird. Naja, das war's mit meinem Kommentar. Ich wünsche dir einen Tag und viel Glück an alle, die mitmachen. Sehr schön, sehr schön. Na, Fairy Shane hat angemerkt, Fire Emblem Sacred Stones. Ja, weil es einfach ist. Boah, es kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Wenn man jetzt der Super-Stratege ist, hat man vielleicht mit Sacred Stones nicht so viel Spaß wie mit anderen Teilen. Weil Sacred Stones, naja gut, solange man nicht unbedingt farmt, weil das Spiel hat halt die Farming-Möglichkeit im Turm, solange man nicht unbedingt farmt, kann man sich schon den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen hochhalten. Und was auch hilft, ist auf Seth zu verzichten, weil Seth wahrscheinlich die beste Einheit im ganzen FE-Universum ist, neben Sigurd, schätze ich mal. Das ist rein von den Werten und so weiter, das ist absolut insane. Wenn man darauf verzichtet, kann man sich auf jeden Fall schon was schwerer machen, aber gut, wie auch immer. Von den Alten, das kommt halt immer drauf an. Ja, ich denke aber, Sacred Stones ist eine ganz gute Empfehlung hier sogar. Oder halt wirklich das 7er dann, ne? 9 und 10 hast du ja schon selbst angemerkt, die sind etwas teuer leider. Tragisch, tragisch. Die könnten die aber auch echt mal in den E-Shop stellen. Das ärgert mich eigentlich auch schon eine ganze Weile, weil ich glaube, 9 und 10 würde im E-Shop ziemlich gut gekauft werden. Ich glaube, da macht Nintendo einen gewissen Fehler, dass es die da nicht gibt. Finde ich sehr, sehr schade, ja. Also zumindest 10. Ich glaube, GameCube-Teile gibt es ja allgemein nicht im E-Shop, oder? Ich glaube nicht, ne? Aber Wii Virtual Console gibt's ja auf jeden Fall. So, weiter geht's auf jeden Fall. Kevin Buschmann. Mist, wieder nichts gewonnen. Versuch eben jetzt wieder mein Glück. Ike, also ich habe von ihm die Spiele noch nicht gespielt und gesehen, aber ich finde, Ike ist eine coole Socke. Und in Smash finde ich ihn auch toll. Wäre cool, wenn mir jemand etwas darüber erzählen könnte. Und vor allem über Ike. Mit dem Namen Sohn. Kenne ich von irgendwoher, aber ich weiß nicht von wo. Achso, stimmt. Habe ich fast vergessen. Ich bin in Belgien. Kann ich trotzdem teilnehmen? Ist überhaupt kein Problem. EU ist absolut drin, ja. Das ist mir völlig gleich, daher. Das kann ich auch ins Ausland schicken. Das geht absolut in Ordnung. Kein Thema. Klar. Ike ist auf jeden Fall eine coole Socke und ich bin mal gespannt. Momentan sieht es, glaube ich, sogar da so aus, dass viele Leute zu Teil 9 und Teil 10 tendieren. Was mir gerade auch ein bisschen fast entgegenkommt, weil ich glaube, ja, momentan würde mir das auch am meisten Spaß machen. Danach Fates. Vor allem kann ich dann mal richtig schön verdeutlichen, was ich so meine, warum Fate Story technisch und charaktertechnisch oft gar nicht so gut ist, wie es viele vielleicht anpreisen, weil 9 und 10 ist da, finde ich, schon ein gutes Stück besser. Mag aber auch daran liegen, dass es einfach den Plot über zwei Teile aufbaut, die gigantisch groß sind und dementsprechend einfach viel mehr Komplexität drinnen ist, viel mehr Tiefe. Das kann natürlich auch gut sein. Und vor allem 10 ist gigantisch, heiliges Kanonenrohr.
also Teil 10, ne? Gott, oh Gott. Da ist Fates nichts dagegen und das sind 3 Spiele, es ist wirklich so. Sag ich mal ganz offen heraus, ja, 10 ist irrsinnig groß. Das ist richtig krass. Das ist ja auch so richtig schön dramenmäßig unterteilt in Akte und so, ne? Das hat einen richtig schönen Aufbau. Ah, bin ich mal gespannt. Wie auch immer, das mit dem Strawpoll hat sich erübrigt. Die Umfrage ist, wie gesagt, im letzten Infovideo, was ich rausgehauen habe. Also wer abstimmen will fürs nächste Fire Emblem, kann da mitmachen. Wie auch immer. Nur so nebenbei, der Support zwischen Beruka und Saizo ist genial. Ja, der Silent-Support, der ist eigentlich anders. Im Japanischen hat der Inhalt. Wow, die haben es, glaube ich, rausgenommen. Ein bisschen ist es manchmal auch Character-Shaping, tatsächlich. Manche Sachen an der Lokalisierung sind eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Gut, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, sage ich mal. Könnte ich auch mal raussuchen, was der Support eigentlich sagt. Müsste ich mal schauen, aber ich weiß, dass das eigentlich anders ist, dass er eigentlich Inhalt hat. Aber manchmal hat man auch versucht, sowas zum Beispiel Kana ist um einiges, verhält sich um einiges mehr wie ein Kind in den lokalisierten Varianten. Im Japanischen ist es ein bisschen neutraler gehalten. Also gibt es auch durchaus Stärken in der Lokalisierung, wenn man das mal so anmerken darf, weil ich mich ja immer total auslasse. Es ist nicht alles schlecht an der Lokalisierung, aber es ist immer noch mein größter Kritikpunkt. Aber gut, wie auch immer. Kumo, ich versuche mein Glück jetzt einfach mal mit Ike. Ja, macht man nichts verkehrt, oder? Einfach mal sein Glück versuchen. Gut, bei Marvin, die Lucina ist ja jetzt vergeben worden, ne? Die Lucina Amiibo, die ist weg schon. Schön verschickt und bestimmt auch schon längst angekommen, hoffe ich zumindest, ja. So wie auch immer, weiter geht's. Kem Kaya. Ich würde sehr gerne den Ike Amiibo gewinnen, da Ike mein liebster Hauptcharakter der Fire Emblem Serie ist. Ich mag Ikes Aussehen auch und seinen Spruch, I fight for my fans. Okay, da wurde unten schon korrigiert, for my friends. Aber das war wohl auch Autokorrektur, okay. Böse Autokorrektur, macht immer alles schrecklich. Mein liebstes Fire Emblem ist Fates wegen dem Gameplay. Ich habe Fire Emblem 10 und 11 in einem LP verfolgt, okay. Ja, gameplay-technisch ist Fates auch wirklich gut, da kann man nichts sagen. Gameplay ist absolut traumhaft gut. Aber es hat auch seine Schwächen, ja. Wie auch immer. So, Fairy Tendo, ich lese mal vor, aber hat ja schon den Lucina Amiibo gewonnen. Ach du meine Güte, das ist aber ganz schön viel. Puh, dieser Kommentar könnte etwas nervig werden, weil ich alles auf Papier geschrieben habe. Legen wir los. Nice, Ike, er ist mein Lieblingsprotagonist aus ganz Fire Emblem. Ike war bei einer Null im Kampf gegen Chris. Dein Theme ist einfach so richtig toll. Ich werde zwar nicht den Amiibo geben, aber egal, Lucina ist toll. Noch was zu Ike. Meine allererste Heimkonsole war die Wii, mit den allerersten Wii-Spielen, die ich kaufte. Diese waren Wii Sports und Smash Bros. Brawl. Und Brawl kannte ich nur die Mario-Charaktere. Ja, damals Team mit. Brawl habe ich Spiele wie Zelda, Donkey Kong, Pokémon und später noch Fire Emblem kennengelernt. Ike war da mein Main. Jetzt wirklich zum Gewinnspiel. Dieser Switch vom Spiel zu den Kommentaren ist einfach nur herrlich. Naruto-Fans, Aktion war einfach heftig. High Five, ja? Das finde ich auch ziemlich cool. Es gibt sicherlich auch Leute, die haben dann schon Amiibos und würden dann einfach den halt so, sag ich mal, mitnehmen. Ne? Aber das finde ich schon ganz cool, wenn man sagt, hey, ich habe das schon oder so oder ich will den eigentlich nicht gewinnen. Finde ich an sich eigentlich auch ganz cool. Weil es gibt sicherlich auch Leute, die würden das dann einfach verkaufen oder so. Gibt es bestimmt, ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, aber das ist ganz cool soweit. Alles nette Leute hier, ja? Naja, Lucina finde ich viel, viel besser als Marv, sowohl im Aussehen als auch im Kampf. Naja, ja. Aussehen lässt sich nicht drüber streiten, fürchte ich. Aber im Kampf, naja, kommt drauf an, ne? Von den Klassen in Fates, ja. Ich finde die Story von Herrschaft und Vermächtnis extrem bullsch. Offenbarung ist so viel besser. Müssen wir mal sehen, aber ich bin momentan auch von Offenbarung noch sehr angetan, ja? Es geht ja Richtung Finale, das wird großartig. Offenbarung ist so viel besser. Sie haben alles besser gemacht, nur eins falsch gemacht. Der Avatar. Gott, ist der naiv und dumm. Ich hasse Colm. Wie kann der so naiv sein? Der ist noch naiver als Silver the Hedgehog. Puh. Ja. Eigentlich mag ich ja im Großen und Ganzen Corrin, ja. Aber es stimmt. Heilige Scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Ist der naiv. Grundgütiger. Also. So. Sehr ich ihn vom Wesen an sich mag, ja, so schlimm ist er teilweise einfach von seiner Naivität. Aber es ist so ein allgemeines Fates-Problem, finde ich. Es gibt viel zu viele naive Charaktere. Zu wenig Charaktere, die auch mal andere Seiten zeigen. Deswegen bin ich auch immer so jemand, der sagt, ich mag Takumi, ja. Ich kann es immer wieder andeuten. So muss ein Charakter ausgearbeitet sein. Er hat seine Schwächen, man lernt ihn hauptsächlich auch über seine Schwächen erstmal kennen und denkt zuerst mal, Mann, der ist ja ein blöder Typ, weißt du.
Und dann merkst du in den Supports und so, hey, eigentlich ist der aber doch relativ cool drauf. Der hat ja doch so ein paar Qualitäten und so. Und eigentlich ist das alles gar nicht so schlecht. Finde ich viel interessanter. Und das machen manche Fire Emblem-Teile halt ein bisschen besser. Also Misstrauen und so muss auch sein, gerade in Kriegszeiten, ja. Da kann man nicht einfach alles so auf die Schnelle hinnehmen. Ja, wir kämpfen jetzt mal alles zusammen und so. Man muss auch misstrauisch sein. Das ist eigentlich eine natürliche Reaktion, würde ich sogar eher sagen. Ich finde, viele Charaktere sind zu naiv. Das ist wirklich so. Aber Offenbarungszoll, die Kinder finde ich viel cooler als die von Fates. Schau mal, der war nie so geil. Oder auch nur wie das Kind. Also, jetzt Awakening, okay. Die Backstory war richtig nice. Das mit den Deep Realms ist so schlimm, so schlecht gelöst, ja. Das wird wohl auch so ein krasser Kritikpunkt sein. Das wird ganz lustig, wenn da meine Review folgt. Bin ich mal gespannt, was ich so alles mir ins Skript schreiben werde. Den Anfänger Casual Mode finde ich toll, aber ich benutze ihn als FE-Veteran, nicht Permadeath FTW. Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Ja, das Lustige ist ja, dass sogar der Entwickler, den ursprünglich einbauen sollte, sich sogar dagegen gewehrt hatte, wollte keinen Anfängermodus. Ja, und hat sogar, ich kenne noch die Aussage vom 12er im Interview, ein Anfängermodus kommt vielleicht jetzt mal rein, okay, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob er danach nochmal reinkommt. Dann kommt einfach mal Phoenix-Mode. Ich denke mal auch, der Entwickler muss sich wahrscheinlich auch gedacht haben, verdammt nochmal, jetzt muss auch so ein blöder Phoenix-Mode rein. Wollt mich doch alle verarschen. Wie auch immer. Oh, mein Awakening-Favoriten. Cordelia Gaius Frederick. Frederick. Ich mag den Typen nur, weil er mir auf extrem immer wieder den Arsch gerettet hat. Cordelia ist ein allgemeiner Favorit von ganz vielen Leuten. Und Gaius ist ja auch so ziemlich cool, auf jeden Fall. Mit seinen Süßigkeiten-Flair, warum nicht? Churches Kind und Inigo, okay. Inigo ist auch awesome. Sehr awesome. Fates-Favoriten. Kase, Tsubaki, Leslo und Keaton, okay. Kase stimme ich auf jeden Fall zu. Second Shinshiro, Dwyer, Kiragi, Ophelia. Ja, so, also Shiro, Dwyer, Ophelia mag ich auch sehr. Kiragi, ja gut, das ist ein ziemlicher Optimist. Kann ich verstehen, ja. Ich hoffe, dass im nächsten Fire Emblem Charaktere aus Fates dabei sind. Wäre ganz interessant, mal sehen. Oh lol, ich habe Lucina gewonnen, aber wie soll ich dir jetzt was schreiben? Gut, das haben wir ja schon alles erklärt. Das haben wir schon geklärt soweit, ja. Jetzt zum Fates-Part. Naja, lieber zu viele Gespräche als zu wenige. Aber Chris weiß nicht, was meditieren ist. Wenn Ike Artus Ax plus 7 hätte, wäre er richtig OP. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nochmal Verteidigungsbonus plus. Endlich wird Hinoka zum Weird Lord. Nice. Hattest du gesagt, dass Camilla zu einem Pegasus werden kann? Wäre cool, Camilla mit Flügeln zu sehen. Ja, das ist tatsächlich möglich dann. Über Hinokas Klasse. Aber es wäre nicht besonders praktisch. Ja, das mit dem Siegel weiß ich mittlerweile. Finde ich aber fast ein bisschen schade. Fände ich schon ganz cool, wenn es nochmal einen kleinen Bonus gäbe. Aber okay. Und Ike ist Shiro wirklich ähnlich. Aber sowas Ähnliches gab es doch auch in Awakening, wer war denn das nochmal? Da gab's den, der hat sogar das. Der ist sogar, glaube ich, direkt an Ike angelehnt gewesen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war. Das ist jetzt doch wieder eine Weile her. Aber da gab's ja auch einen, der tatsächlich auch designtechnisch direkt an Ike angelehnt war. Ich finde das toll, wie ich bemisst mit einem Video. Das sind 3DS-Sachen. Jo. Wird auch so aufrechterhalten, natürlich, ne? Wie auch immer, das zieht sich jetzt schon wieder eine Weile. Weiter geht's. Ja, ich hab gewonnen. Moment, das stimmt. Ich hab schon alle Fire Emblem Amiibos. Ach, Moment, Entschuldigung, Vertigas habe ich jetzt übersprungen. Ich hätte gerne die Ike-Amiibo. Gut, ist natürlich auch in der Liste, ganz klar. So, weiter geht's. Ja, ich habe gewonnen. Moment, aber stimmt, ich habe schon alle Fire Emblem-Amiibos. Das heißt, vielleicht sollte jemand anders den Amiibo bekommen. Du hast viel mehr Abos verdient, das wollte ich mal so sagen. Finde ich halt auch wieder sehr, sehr cool, ne? Jetzt, es wird zwar Marth from Nida verlost. Das ist irgendwie fast wieder lustig, schon fast ein kleiner Running Gag geworden jetzt. Hallo, warum will niemand Marth haben? Nee, ich finde das ganz gut. Dass es halt Leute gibt, die wirklich sagen, hey, ich hab's das schon. Und dann sollen andere lieber die Chance bekommen. Das ist einfach ein cooles Verhalten. Und wenn man sowas in der Community hat, denke ich mir einfach auch, hey, hast du die richtigen Leute hier? Super. Finde ich gut. So. Ja, wir gehen hier nochmal drauf ein. Dann werden eben wieder 2 verlost, genau. Jens Lind, mach aber von 10 ein New Game Plus mit 100%. Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, wenn man 9 und 10 spielt, ne? Man kann von 9 einen Spielstand übertragen ins 10er, weil im 10er natürlich unglaublich viele Charaktere aus dem 9er wieder auftauchen, ja. Und dann haben die teilweise auch schon bessere Stats und so. Und man kriegt halt ein paar Boni rein mit der Spielstandübertragung. Das werde ich auch definitiv machen. 9 werde ich auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Das ist klar. Und zwar im festen Wachstumsmodus. Wer das nicht weiß, das ist auch ziemlich einmalig. Das haben andere Fire Emblem-Teile ja leider nicht. Es gibt im 9 eben die Möglichkeit, dass es einen festen Wachstumsmodus gibt. Das bedeutet, das ist ein anderes Erfahrungspunktesystem, wo man praktisch mehr oder weniger die Levels ein bisschen steuern kann.
je nachdem, welche Waffen man trägt, welche Gegner man besiegt und so. Das ist ziemlich cool. Wenn man zum Beispiel ein Stahlschwert nimmt, ne, so ein Stahlschwert ist ein bisschen schwerer, dann trainiert man eher die Stärke. Mit einem Eisenschwert kann man aber seine Fähigkeit leichter trainieren. Das werde ich aber, wenn es zum LP kommt, dann genauer sagen. Das wäre jetzt ein bisschen zu ausführlich, das hier auch noch unterzubringen, aber ich werde es im festen Wachstumsmodus auch spielen. So, danke für die Erinnerung. Weiß nicht mehr, was das war, ist wahrscheinlich schon wieder zu lange. Ja, egal. XXDMXX, leider nicht gewonnen, egal, ich versuch's nochmal. Ike ist ein sehr guter Charakter in Fire Emblem. Zum Glück erlernt Ike Aethia. Ike ist nicht nur in Fire Emblem sehr stark, sondern auch in Smash ist Ike göttlich. Ike gehört zu meinem Lieblingscharakter in Fire Emblem, also ich hoffe, ich gewinne. Alle wünschen mir immer mehr Abos. Okay. Ja, okay. Ja, Ike hat ja das Aethia sogar entwickelt, damit nicht alles täuscht war. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob es den Skill schon in 4 oder 5 gab. Bei 4 oder 5 hat er das erste Mal ein Skillsystem, ne? Glaube aber nicht. Es kann mich ja jederzeit jemand korrigieren, aber ich glaube, Aethia hat in Fire Emblem 9 sein Debüt gefeiert, wenn Ike das erste Mal Aethia benutzt, wenn mich nicht alles täuscht. Eine sehr coole kleine Szene auf jeden Fall. So, wie auch immer, weiter. Angelique, ich wollte mich für die Schreibfehler entschuldigen und ich wollte so viel schreiben, ich habe den Rest vergessen, da ich mich noch kurz halten wollte, da blieb die Rechtschreibung auf der Stelle, tut mir sehr leid. Ach, ist doch auch egal. Und danke für den Tipp mit den alten Schriften und dass du alle meine Fragen beantwortet hast. Ja, wie gesagt, alte Schriften werde ich auch nochmal separat zeigen. So, jetzt aber sollten wir wirklich zur Verlosung kommen, ne? Ich habe mir alle Namen wieder reingeschrieben. Und das nächste Mal sollte jetzt noch jemand kommen mit Marth, ne? Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Windows-Taste gedrückt. Da sollte jetzt noch jemand kommen mit Marth. Dann werde ich das einfach so machen. Also ihr solltet beim nächsten Mal dazu schreiben, dass ihr das auch wirklich, dass ihr wirklich mitmachen wollt, ja? Da werde ich jetzt darauf achten. Ich werde nur noch die in die Liste aufnehmen, die wirklich hinschreiben, ich will den Amiibo haben. Nur um ganz sicher zu gehen, ja? Nicht, dass wieder jemand drin ist. Oh, ich will den auch nicht haben. Wäre auch besser, wenn es jemand anders hat, weil das wäre so allmählich die letzte Chance. Jetzt ist dann nur noch die Robin-Verlosung und dann war es das nämlich auch schon. So, ich muss mal ganz kurz umswitchen hier. So, okay. Da ist die Tabelle mit den Namen und wir suchen jetzt mal Leute raus. Schwupp. 4 ist das allererste, was ich habe und 4 ist Chemkaya. Chemkaya bedeutet in dem Fall also ein Ike-Amiibo für dich. Das ist doch mal eine Ansage hier, ha? Wo war der Kommentar jetzt? Moment, hier. Na, das ist doch super auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann auf jeden Fall mal meinen Glückwunsch an der Stelle, ja? Und wir machen jetzt mal direkt weiter. So, ich hoffe mal, für Marth gibt es jetzt mal endlich eine gute Lösung, ja? Was haben wir diesmal? 1. 1 ist Dark Shadow. Dann mit Marth in dem Fall, okay. Dann hoffe ich mal, dass das dir auch passt, ja? okay, alles klar. Ich hoffe, du freust dich ebenso, ja? Und wir sollten jetzt aber echt weitermachen. Das Video wird langsam etwas verdammt lang, ne? Ich bin immer kein Fan von riesigen Parts. Ich halte es dann doch lieber etwas kompakter. Aber wie auch immer, nochmal Glückwunsch an die Gewinner, selbstverständlich, ne? Meldet euch einfach kurz bei mir per PN. Könnt ihr auf der Kanalseite über mich eine PN schreiben zum Beispiel. Da geht das, falls jemand nicht weiß, wie das funktioniert, ne? Und ja, genau, das ist es im Prinzip. Ansonsten melde ich mich bei euch, wenn da von 3 Tagen oder so nichts kommt, dann melde ich mich selbst. So habe ich das bisher jetzt auch gemacht. Okay, alles klar, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir jetzt weiter mit der Robin-Mission, ja? So, Leute, ja? Damit ist jetzt auch Ike weg und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch Robin. Ich habe mir im Übrigen überlegt, dass wir beim nächsten Mal dann, also in einer Woche, es gibt ja keine Amiibo-Mission mehr, ja? Da spielen wir dann einfach vor, Before Awakening, ich habe jetzt schon wieder den deutschen Namen nicht im Kopf, vor dem Erwachen wahrscheinlich, keine Ahnung, wird es wahrscheinlich so heißen. Ja, super, wieder. Ne, auf jeden Fall spielen wir dann das, weil ich glaube, das könnte ganz lustig werden, weil dann nehme ich nämlich Lucina mit und Robin mit und auch die ganzen anderen Leute aus Awakening, denn da begegnet man ja anscheinend Chrom und so. Ich habe mich da jetzt nicht ganz genau informiert, aber ein bisschen was weiß ich zumindest so grob. Und von daher, ich glaube, das könnte ziemlich lustig werden von den Dialogen. Das machen wir dann einfach in einer Woche so, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist dann der letzte Amiibo jetzt mit Robin. Bin ich mal gespannt. Okay, wie auch immer. Darain reist durch die Welten und ist auf der Suche nach einem taktisch guten Kampf. Chris nimmt die Herausforderung an und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Alles klar. Die letzte Amiibo-Mission, Leute. Großmeister Darain. Na, wenn das mal nichts ist. Ach ja. Auch ein sehr schöner Charakter in Smash Bros. Mag ich sehr im Übrigen. Also Robin zu spielen ist so cool einfach. Ich weiß auch nicht.
Dann kannst du abgefahrene Dinge einfach machen. Das ist der übelste Trollcharakter. Man kann einfach, ja, richtig gut Leute verarschen damit. Vor allem im Getümmel, super. Macht Riesenspaß. Toller Charakter auch. Ich mag das ganze Skillset und so, aber wie auch immer. Nun gut, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Chris. Ich habe mehrere Taktiken ersonnen, die ich gegen deine Armee anwenden möchte. Ich komme nämlich aus einer Welt, in der oft rohe Gewalt den Sieg bringt. Es ist eine willkommene Abwechslung, meiner Berufung als Taktiker nachzukommen. Bist du bereit? Dann lass uns sehen, wer die besseren Taktiken zu bieten hat. Tja, das werde ich sein, Freundchen. Naja, vielleicht nicht unbedingt nur die Taktik, ja? Aber was definitiv stimmt, wird wohl die Stärke sein. Ah, gut, okay. Ihr seid schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, natürlich sein Thoron dabei, ist ja klar, ne? Das wird wahrscheinlich symbolisch für Lissa stehen. Und du dann wahrscheinlich für Crom. Schätze ich mal, ne? Und dann ist das natürlich Frederick. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht doch, nicht doch. Irgendwie ist das sogar der Stärkste, oder? Welche Ironie. Würde es Frederick nicht geben, könnte man extrem wahrscheinlich nicht schaffen in Awakening. Das ist wirklich so, glaube ich. Also, oder mit extremen Chancenglück vielleicht. So, wir können nicht viele Leute mitnehmen. Das wird wieder eine Vater-Sohn-Sache hier ein bisschen. Und ansonsten nehmen wir noch Veluria mit und Selkie, weil ich gerade Bock drauf habe. Ich finde das ganz lustig jetzt. Ich mag die auch irgendwie zusammen. Ui, wir müssen dann unbedingt auch mal schauen, was in Supports da ist, ne? Die Kinder können sich alle gegenseitig supporten. So, hast du irgendwie... Ach, eine Fluchroute. Uah. Grundgütiger, das ist ja grässlich. Gott, oh Gott. Okay, wir sollten wirklich vorsichtig sein. Das könnte ein wenig schmerzhaft werden. Okay, angenommen, die Fluchroute greift uns an, ja. Der hat 39 Angriff da oben und Mond drinnen. Das heißt, es könnte mächtig schief gehen. Wir sollten, glaube ich, ihn als Support nehmen und ein Sonnenkatana auswählen, um die beste Ausweichchance rauszuholen. Zusätzlich sollten wir uns zunächst mal im Wald positionieren und nicht zu viele Leute anziehen hier. Ja, das wird das Beste sein. Im Wald mit einem Maas Amune. Das bringt uns auf 89. Das dürfte ziemlich safe eigentlich sein. Ansonsten stellen wir einfach noch so ein paar Fluchroutenziele einfach mal noch mit hin. Vielleicht trifft es ja jemand anderen. Man weiß es nicht, ne? Und die dürfen dann kombiniert werden danach nochmal. Ja, tatsächlich, ist vorbeigegangen. Umso besser. Gut, wenn du schon das Ganze so angehst, ne? So, machen wir das mal so. So, Veluria ist etwas mehr tanky. Deswegen stellen wir dich so hin. Und jetzt voll angreifen hier. Wow. Uah, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Sollten wir nicht doch lieber wechseln. Mit einem Doppelkatana kann ich mich eigentlich problemlos hinstellen. Oh Mann, ey. Das könnte trotzdem übel werden. Ja, ein Drachenbiss könnte sehr gut sein. Sehr gut, ja. Ich glaube, das dürfte dann keine Probleme mehr geben, tatsächlich. Wenn dieser Frederick-Verschnitt weg ist, war es das, glaube ich. Gut, Veluria ist extrem empfindlich. Wer von uns hat den taktischen Vorteil? Finden wir es heraus, jetzt. Yeah, Awakening-Musik. Auch nice, auf jeden Fall. Oh Mann, ich will deinen Thoron haben, das ist auch cool. Ist das eigentlich auf dich gefixt, die Waffe? Ein Foliant, der nach einem legendären Donnergeist benannt ist, ist er nicht unbedingt, oder? Muss ich dann mal nachschauen. Es wäre ziemlich awesome, wenn jemand anders das nehmen könnte, weil Thoron ist eigentlich eine Waffe, die jeder nehmen kann, tatsächlich. Normalerweise. Ich würde jetzt ganz gerne, Moment, hier. Achso, wir können hier nicht wechseln, ups. Ich würde das gerne jemand anders machen lassen, Mensch. Das kriegt ihr doch hin, oder? Ihr seid doch schnell genug. Ja, absolut. Was mache ich mir überhaupt Sorgen? Selkie, greif du mal an. Mit einem Himmelsspalter abgeräumt. Bams. Erledigt. Nein, ich war mir so sicher, dass ich dich schachmatt setzen würde. Tja, war wohl nichts. Ja, und ihr beide nochmal im Support, das freut mich ja sowieso. Das sehe ich immer so gerne. So, da macht mir die Fluchroute auch nichts aus.
Und du musst erstmal treffen, Freundchen. Aua. Da lacht Selkie, obwohl sie gerade richtig Damage bekommen hat. Aber okay. Yeah, Spielball. Und sie heilt sich wieder hoch. Okay, das war's dann soweit mit dir. Du hast vielleicht zum Glück keinen Vorteil drin, das wäre ein bisschen lästig. Schwupp. Übertreibe, Selkie. Aber Himmelsspalter ist ja auch cool, weil es eben 1,5 Mal Fähigkeit hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, war das, glaube ich, das zum Auslösen. Ganz genau, und das ist schon ziemlich gut. Vor allem bei Fähigkeit 25 ist das schon echt ordentlich. Und da dürfte auch noch gut was drin sein. So, wir müssen dich jetzt leider auch noch erledigen. Tut mir leid. Nee, du wirst jetzt ganz grausam von Veluria gekillt hier, denn du hast sie geflucht. Was bildest du dir ein? Spüre 32 Damage, ja? So. Das hast du dir jetzt verdient. Tut mir leid. Yay! Großmeister Darin ist damit abgeschlossen. Deine Taktiken sind in meinen überlegen, Chris. Das ist sehr beeindruckend. Vielen Dank, Darin. Robin. Oh Mann. Ich spüre, dass wir seelenverwandt sind. Du aber der Stärkere von uns beiden bist. Ich gestehe, ich bin neidisch. Du warst dir von Anfang an so sicher. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Bitte, Darin, du übertreibst. Chris, würdest du mir erlauben, mich deiner Sache anzuschließen? Warten denn keine Abenteuer auf dich, die es zu bestehen gilt? Ja, aber mir kommt es so vor, als würde mich der Wind des Krieges mal hier, mal dorthin wehen. Es wäre schön, eine Weile mit einem Gleichgesinnten zu reisen. Außerdem würde ich gerne deine Taktiken studieren und analysieren. Ich unterstehe ganz deinem Befehl, wie eine Figur auf dem Schachbrett. Ich mag ein Taktiker sein, aber ich finde mich im Kampf zurecht, falls ihr Hilfe gebrauchen könnt. Natürlich, gemeinsam sind wir stark. Es ist entschieden. Willkommen, Darin. Gut, hab Dank. Wie eigenartig. Irgendwie fühlt sich dieser Moment so vertraut an. Es gibt nichts Besseres, als sich neuen Freunden im Kampf anzuschließen. Natürlich rekrutieren wir dich. Ich bin mal gespannt, ob der im DLC wirklich irgendwelche Sonderdialoge hätte. Das wäre total lustig. Bin ich mal wirklich gespannt so. Wir müssen mal kurz sehen. Es gibt eine Menge Supports, ne? Das ist ganz cool, zwischen den ganzen Kindern. Und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich noch nicht so viele kennen, die ganzen Kinder-Supports. Deswegen ist das insbesondere interessant, dass wir jetzt das andere Team haben. Und dann einfach mal die ganze Interaktion zwischen den Kindern erleben. Da waren ja schon ein paar nette Sachen dabei eigentlich. Und hier habe ich ja immer noch so ein paar adlige Gespräche, ja. Wo ist jetzt eigentlich unser guter... Ah ja, da ist er, ja. Kann man das Sauron ablegen? Das ist gerade so meine Frage. Nee, das... Also entfernen geht schon, das geht bei den anderen auch, aber das bringt natürlich nichts. Schade. Sehr schade. Das wäre echt cool, wenn das gehen würde, aber okay. Das sind halt so ihre Stärken ein bisschen, dass sie diese Waffen tragen können auch. Okay, das sehe ich ein. Das sind eigentlich auch ganz coole Sachen. Aber so kann man sie natürlich auch nicht hochschmieden, weil sie einmalig sind. Oh, schade. Zu schade aber auch. Das wären echt tolle Online-Waffen. So ein Sauron plus 7, ne? Läuft. Naja, man kann es auch übertreiben. Besucher aus einer sehr kämpferischen Welt. Er soll ein Meister-Taktiker sein. Klasse einer fremden Welt. Geborener Anführer. Nutzt Schwert und Bücher. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Leute, ja, nächstes Mal ganz, ganz viele Supports. Ja, das wird toll. Ich freue mich riesig drauf. Und jo, ne, eine Woche dann, dann spielen wir ein DLC und dann wird der Robin Amiibo auch verlost. Freut euch schon mal drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird wieder eine spannende Woche, denn wir nähern uns immer weiter dem Finale, oh mein Gott. So ein bisschen Hype bin ich ja schon, aber irgendwie ist es auch ein bisschen traurig, wenn es dann zu Ende geht, Mensch, dieses Projekt. Aber es kann ja nicht alles unendlich lang gehen, ne. Alles hat irgendwo sein Ende, so ist das halt. Aber es wird noch ganz viele spannende Fire Emblem-Projekte geben. Massig Unterhaltung. Für Jahre so viele Fire Emblems, wie es gibt. Also Leute, ne? Da wird so schnell uns, wird es uns nicht an Parts mangeln, ja? Es wird dann nur ein bisschen anders sein. Andere Welten, andere Charaktere. Und für viele sicherlich auch ganz viel Neues. Denn die meisten werden jetzt Awakening oder Fates kennen oder beides. Und dürfen sich dann schon ein bisschen freuen, mal die anderen Teile einfach auch zu sehen. Dann, ja, die haben auch einiges zu bieten, das kann ich euch sagen. Wie auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung.